Hallo und moin, willkommen zu Mobitest. Ich möchte heute mit euch über das beste Smartphone seiner Preisklasse sprechen, das Google Pixel 4a. Wir werden das Gerät gleich zusammen einschalten und einrichten. Dann werde ich euch noch zeigen, wie ihr die Daten eures alten Gerätes ohne Probleme auf euer neues Gerät herüberbekommt. Und zum Schluss ziehe ich noch ein kleines Fazit. Es gibt einen sehr, sehr großen Testbericht mit vielen Bildern, Videos und so weiter, den ihr auf mobitest.de, Link in der Beschreibung, euch durchlesen könnt. Starten wir! Da haben wir das gute Stück. 5,81 Zoll genau zu sein. Die Displayränder sind ein wenig geschrumpft, das zeige ich euch gleich. Das Gerät ist verdammt leicht. Ein tolles Gerät. Zum Größenvergleich, das Gerät, das Google Pixel 4a, ist genauso groß wie ein iPhone 10 oder in dem Fall ein iPhone 10s. Es wiegt aber viel, viel weniger. Ihr spürt das praktisch gar nicht. Wir haben auf der Rückseite den Fingerabdrucksensor, den Kamerabump. Das Gerät ist komplett aus Kunststoff hergestellt. Das macht es so leicht. Wir haben auf der rechten Seite den Ein-Ausschalter und die Lautstärke-Wippe. Fokus. Ich finde ein sehr schönes Gerät. Der Ein-Ausschalter ist so ein bisschen im Mint gehalten. Der Kamerabump ist schon relativ groß. Wir haben immer noch einen 3,5 Zoll Kamera-Kopfhöreranschluss. Das heißt, ihr könnt jederzeit eure Kopfhörer mit anschließen. Die Lautstärke-Wippe hat einen satten Druckpunkt. Ich mag die Farbe des Ein-Ausschalters sehr gerne. Rückseite mit dem Fingerabdrucksensor musste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Die meisten meiner Geräte in den letzten Jahren hatten keine. Auf der linken Seite haben wir nichts anderes als den SIM-Card-Tray und dann schalten wir das Teil mal an. Wie ihr seht, wir haben oben ein Punch-Hole, das heißt, es ist keine Notch mehr da. Ihr seht ebenfalls, die Display-Ränder sind massiv geschrumpft. Deshalb liegt das auch so gut in der Hand. Es ist sehr leicht, sehr klein. Ihr kommt praktisch mit der Einhandbedienung überall hin. Ihr seht jetzt so ein bisschen das Flackern. Das liegt daran, das Gerät hat kein 90 Hertz Display verbaut. Das heißt, andere Geräte sind in dem Fall oder bieten eine höhere Bildschirmwiederholungsrate. Wie ihr seht, wir sind schon fertig. Also wir starten jetzt. Suchen jetzt unsere Sprache aus. Das kennt ihr von Android. Als erstes, in welcher Sprache soll das Gerät funktionieren? Und dann geht das praktisch weiter. Die SIM-Karte sollten wir jetzt einlegen. Ich habe die SIM-Karte gerade in einem anderen Gerät in Verwendung. Sehr spannend, sehr spannend, sehr spannend. Da komme ich gleich noch zu. Also machen wir mit dem WLAN weiter. Jetzt die Eingabeprozedur des richtigen WLANs und Passwort und so weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Und da haben wir auch das richtige WLAN gefunden. Er wählt sich ein. Hallo. Er lädt jetzt die benötigten Daten runter. Das ist im nächsten Schritt. Hier können wir aussuchen, wie wir unser Pixel 4 einrichten wollen. Wollen wir es als neues Gerät einrichten, also komplett blank, oder wollen wir die Daten unseres alten Smartphones übertragen? Und da spielt das keine Rolle, ob es ein iOS, also ein iPhone ist, oder ein Android-Gerät. Es funktioniert tatsächlich mit jedem Smartphone. Google liefert beim Pixel 4 einen Adapter dabei. Dort könnt ihr euer Lightning-Kabel anschließen. Ich möchte es aber über mein Google-Konto machen, denn ich habe bereits meine Daten auf einem anderen Android-Gerät gespeichert und das ist das OnePlus Nord. Das habe ich gerade ebenfalls zum Testen. Ein tolles Gerät. Das nutze ich aber, um jetzt die Daten von einem Gerät auf das andere zu ziehen. Und das ist relativ simpel. Wir klicken hier auf Weiter. Sagen nein, ich möchte nicht mit dem Kabel meine Daten verbinden. Wie gesagt, das würde mit dem iPhone funktionieren, möchte ich aber nicht. Das funktioniert übrigens auch mit anderen Android-Geräten. Ich möchte es aber praktisch über die Google App lösen, denn dafür haben wir sie ja. Das heißt, ich wähle aus Weiter. Es ist jetzt egal, welches Gerät, ein Android-Gerät oder ein iPhone, funktioniert beides mit Kabel. Ich möchte aber über die Google App. Es kommt ein kleiner Warnbildschirm, dass einige Daten nicht mit übernommen werden. SMS zum Beispiel. Ich schreibe keine SMS. Ich habe iMessage oder WhatsApp und dort sind Backups gespeichert. Demzufolge nutze ich die Google App. Das funktioniert folgendermaßen. Ich wähle die Google App aus. Ich benötige jetzt mein anderes Smartphone, auf dem alle meine Daten gespeichert sind. Dieses Smartphone wird jetzt gesucht.
Ich muss auf dem anderen Gerät dann die Google-App öffnen. Das machen wir direkt mal. Und jetzt hilft mir der Assistent praktisch durch die Installation. Ich öffne auf dem anderen Gerät ebenfalls die, in dem Fall das OnePlus Nord, ebenfalls die Google App. Wir sehen jetzt vier Zahlen und vier Symbole. Wenn die gleich sind, klicken wir auf Weiter, wieder Weiter. Ich muss jetzt kurz meine PIN eingeben, die braucht ihr nicht sehen. Es ist immer dieselbe, viermal die 1. Und jetzt fangen die beiden Geräte an, miteinander zu kommunizieren. Das Pixel sagt, hey, kommen wir gleich zu einem Schwachpunkt des Gerätes. Den erkläre ich aber gleich noch. Das Pixel sagt, hey, bestätige mal, dass ich mit dem anderen Gerät Verbindung aufnehmen darf. Das passiert dann auch. Wir sehen, auf dem Nord wird gearbeitet. Es wird kopiert und es wird vorbereitet und kopiert. Wie ihr seht, hier schon der Vergleich, die Displayränder sind ungefähr gleich, allerdings hat das OnePlus Nord den größeren Bildschirm und oben links in der Ecke seht ihr auch eine Doppelfrontkamera, also ein doppeltes Punch-Hole. Das OnePlus ist fertig, das Pixel sagt jetzt, hey, ich möchte gerne die Daten von diesem Gerät empfangen, ist das okay? Jetzt nochmal kurz PIN oder Fingerabdruck eingeben und das ist halt ein kleine Schwäche des Pixel, meiner Ansicht nach, dass der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite liegt. Ihr habt gesehen, es sind bisher 4,2 GB an Daten verwendet, das ist das Betriebssystem. Bei Google stimme ich immer allem zu, also fast immer allem. Jetzt geben wir kurz nochmal das Passwort ein oder den PIN, um den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite einzurichten. Ich sprach das eben schon mal an, mir gefällt das nicht so gut, dass der Fingerabdrucksensor sich auf der Rückseite befindet. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit dem günstigen Preis geschuldet. Das OnePlus Nord hat diesen übrigens im Display. Da seht ihr ihn nochmal. Er funktioniert übrigens hervorragend. Also wenn man das sich einmal wieder dran gewöhnt hat, dann Fehleingaben sind mir tatsächlich nicht untergekommen. Die Einrichtung ist auch sehr schnell und sehr einfach. Also ich habe da bei anderen Geräten schon ganz andere Dinge erlebt, wo das Einrichten wirklich lange dauert. Funktioniert wunderbar. Sprachbefehl. Ich mag den Google Assistant. Ich mag ihn sehr. Deshalb bin ich ein großer Freund davon und deshalb möchte ich den Sprachbefehl natürlich nutzen. Müsste eigentlich gespeichert sein. Google kennt meine Stimme seit vielen, vielen Jahren. Deshalb vielen Dank und weiter. Wenn das nicht der Fall wäre, müsstet ihr jetzt eure Stimme einmal aufnehmen und zwei, drei Sätze sprechen. Hier gibt es beim Pixel noch einige Möglichkeiten, zum Beispiel Songs zu erkennen und so weiter. Ich gehe da noch gleich auch drauf ein. Es gibt dort eine Funktion, da solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist genau dieses Songs erkennen. Ansonsten können wir hier noch ein neues E-Mail-Konto hinzufügen. Wir können das Always-On-Display einschalten. Das verbraucht nicht sonderlich viel Strom, aber wer wirklich Hardcore-Akku spart, 2% werden es sein. Wie gesagt, das einzige Problem ist dieser Punkt. Das ist nämlich die Musikerkennung. Das Gerät ist in der Lage, Musik in eurer Umgebung zu erkennen und euch zu sagen, was für Musik das ist. Ein schönes Feature. Wir kennen das zum Beispiel von Shazam. Aber das muss dazu gesagt werden. Alles, was ihr sagt, wird an Google gesendet, weil die Mikrofone sind die ganze Zeit on. Wer das möchte, you're welcome. Mir gefällt das nicht. Es geht Google in dem Fall wirklich nichts an, was ich mit Freunden in der Kneipe bequatsche. Deshalb schalte ich das aus. Ansonsten machen wir weiter. Sind im Einrichtungsvorgang. Und das Gerät sagt uns, hey, jetzt arbeiten wir. Und das dauert eine Zeit. Wir hören uns gleich wieder.
Insgesamt sind nun 3 Minuten vergangen und nach 3 Minuten sind wir einen Schritt weiter. Es wird uns jetzt kurz erklärt, wie wir mit Google oder wie wir mit Android umgehen, die Bedienung. Ich habe das in den Testbericht zu lesen auf mobitest.de bereits geschrieben. Android, nacktes Android, also die reine Version, ohne dass irgendeine UI eines Herstellers draufgesetzt wurde. Ich war nie ein großer Fan davon, aber zum ersten Mal gefällt es mir wirklich besser als das, was Apple gebaut hat. Die Bedienung ist intuitiv und sehr, sehr gut. Das bedeutet, wenn ich auf einem Bildschirm bin, nehmen wir an, ich bin in einer News-App und habe einen Artikel gelesen und möchte zurück, muss ich beim iPhone in die linke obere Ecke klicken. Bei Android reicht das, wenn ich links oder rechts beim Bildschirm, einfach über den Bildschirm wisch. Es ist so intuitiv und es ist so schnell gelöst. Es ist einfach toll. Die Einrichtung selber, 5-6 Minuten, bis ihr an dieser Stelle seid. Und jetzt kommt das halt drauf an, was das Gerät zu machen hat. Bei mir sind das knapp 100 Apps, die installiert werden. Das funktioniert jetzt noch nicht richtig, weil zum Beispiel die News-App von Google aktualisiert wird. Auch das Wetter und so weiter, diese Features funktionieren wohl tatsächlich erst in 3-4 Minuten, da die Updates jetzt eingespielt werden. Ein klassisches Smartphone, sehr leicht. Wollen wir gleich mal auf die einzelnen Features eingehen? Fokus. Ah, schade. Doch, jetzt. Wie ihr seht, der Kamerabump, der sehr groß ist, beinhaltet nur eine Kameralinse. Eine. Das OnePlus Nord hat deren 3 oder 4. Nokia hat mal 47 in sein Smartphone verbaut. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Nichtsdestotrotz, eine Linse. Und wie sollen die Bilder werden, die da rauskommen? Ich kann euch garantieren, die Fotos werden wirklich gut. Dann starten wir doch einfach mal die Kamera und schauen uns das Menü ein wenig an. Denn hier möchte ich euch gleich auf ein, zwei Schwachpunkte aufmerksam machen. Der Autofokus ist genial. Der Autofokus des Pixel 4a ist fantastisch. Ihr könnt direkt aus der Kamera Helligkeit und Kontrast irgendwie einstellen. Zoom ist 7-fach möglich, allerdings nur analog. Anders als zum Beispiel ein S20 von Samsung, das ja eine Periskopkamera verbaut hat. Das ist beim Pixel 349 Euro. Wenn ihr mehr über die Kamera erfahren wollt, lest unseren Testbericht. Ich habe dort sehr, sehr viel die einzelnen Features der Kameras beschrieben, was sie alles kann. Was sie wirklich kann, ist bombastische Fotos machen. Und ich zeige euch jetzt mal direkt ein paar im Anschluss. Alle Bilder komplett unbearbeitet, keine Filter, kein gar nichts raus, roh aus der Kamera. Im Testbericht auf mobitest.de, Link in der Beschreibung, findet ihr noch viel, viel mehr Bilder. Ihr findet Vergleichsbilder in der Dunkelheit geschossen zwischen dem iPhone und dem Pixel. Das ist mal wirklich, da zeigt sich die Leistungsfähigkeit des Gerätes. Wie gesagt, von der Kamera her ein fantastisches Gerät. Die Schwachpunkte könnt ihr bei uns im Testbericht jederzeit lesen. Einen möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, und zwar, wenn ich das Gerät entsperren möchte. Dann muss ich den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite nutzen, und das heißt, ich muss das Gerät jedes Mal anheben. Zum Beispiel beim OnePlus Nord, dort ist der Fingerabdruckleser im Display drin. Das heißt, ich kann, während das Gerät auf dem Tisch liegt, einfach kurz mit dem Daumen drauf tippen und das Gerät entsperrt. Beim Pixel muss ich das Gerät anheben. Ich habe im Testbericht insgesamt 3 Schwachpunkte gefunden. 2 davon sind, denke ich, oder alle 3 sind einfach des Preises geschuldet. Das Pixel 4a ist nicht wasserdicht. Es hat keine IP-Zertifizierung, das heißt auch nicht spritwassergeschützt. Das Pixel ist nicht drahtlos aufzuladen, das OnePlus Nord übrigens ebenfalls nicht. Und das Pixel 4a hat den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Die Leistungsfähigkeit des Gerätes, darüber wird immer wieder gesprochen. Das Gerät hat einen schwächeren Prozessor verbaut. Die Leute sagen oder viele Blogger schreiben, dass es deshalb Spiele nicht wirklich spielen kann. Ich werde nochmal einen Speedtest damit machen, damit ihr zeigt, wie die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes wirklich aussieht. Im Testbericht habe ich das schon beschrieben.
Es gibt nichts, was dieses Gerät nicht kann. Ihr seid jederzeit in der Lage, jedes Spiel in voller Auflösung zu spielen. Das Gerät wird recht warm. Das muss man dazu sagen. Aber ansonsten das beste Smartphone seiner Preisklasse. Da diskutiere ich mit niemandem drüber. Oder doch, anders ausgedrückt. Ich würde da gerne drüber diskutieren. Wenn ihr meint, ihr kennt ein Smartphone für 349 Euro, was mehr bietet und mehr leistet, Kamera, Geschwindigkeit, Verarbeitung, Display, 3 Jahre Android-Updates, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wir werden dann drüber sprechen. Ansonsten habe ich mich gefreut. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, Google, dass ich das Gerät jetzt schon testen durfte. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich das Gerät noch einige Zeit nutzen darf. Das gefällt mir dann ausgesprochen gut. Ich habe kurz überlegt, ob ich mein iPhone nicht verkaufe und das Pixel 4a als Daily Driver nutzen soll. Ich habe mich dann tatsächlich aus 2-3 Gründen dagegen entschieden. Auch die findet ihr im Blog mobitest.de im Testbericht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, aktiviert die Glocke, folgt diesem Kanal. Wir werden in Zukunft deutlich regelmäßiger auch hier auf YouTube aktiv sein, nachdem wir jetzt seit, anderthalb Jahren unseren Podcast am Start haben. Vielen Dank dort an alle, die uns dort zuhören. Lest unseren Blog und diskutiert mit uns, denn darum geht's. Das hier soll nichts anderes sein als eine weitere Diskussionsplattform und eine Möglichkeit, mit euch zu sprechen. Bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiederhören, und ich werde euch jetzt noch einige Fotos zeigen, die mit dem Pixel 4a aufgenommen sind. Und bis dahin, Tschüss!